Ja, dann komme ich noch zu den angesprochenen klinisch relevanten Wechselwirkungen. Wenn Sie Vitamin K geben, verborgen in ADEK, müssen Sie aufpassen bei Makomar-Patienten. Dasselbe gilt auch für Lachsöl. Auch wenn jemand selber seinen INR bestimmt, dann wird er feststellen, er nimmt Lachsöl ein und der INR verändert sich. Das muss man auf der Pfanne haben. Und dasselbe gilt natürlich auch, wenn jemand oral antikoaguliert wird, also mit ASS oder Clopidogrel, und er nimmt Lachsöl. Auch da kann es sein, dass derjenige schneller mal einen blauen Fleck kriegt. Ganz einfach, weil die Blutungszeit verlängert ist. Und es ist überhaupt die Frage, ob jemand, wenn jemand eine Hott macht, ob er überhaupt noch Ass braucht. Ich glaube, das Lachsöl ersetzt das Ass mehr als genug. Nur es gibt eben keine Studien dazu. Dann ganz wichtig, wenn jemand Thiazide kriegt zur Blutdrucksenkung, dann aufpassen mit Vitamin D3, weil die Thiazide machen eine Kalziumretention. Da muss man gerne mal gucken, hat er nicht zu viel Kalzium im System. Dasselbe gilt für Medikamente, die Komplexe bilden können: Schilddrüsenhormone, Tetrazykline, Gyrasehemmer, Antibiotika bis Bisphosphonate zur Osteoporosebehandlung. Auch dort ist es wichtig, Abstand zu Spurenelementen, Magnesium, Calcium, mindestens 2 Stunden. Dann auch ACE-Hemmer, AT2-Blocker, Spironolactone kann mal eine Hyperkaliämie bei einer Niereninsuffizienz auftreten. Wichtig auch, ich begleite auch Chemotherapiepatienten, wir haben so ein geflügeltes Wort, die sterben alle mit Top-Blutwerten. Ja, also die leben besser, viel besser, viel besser, möchte ich nochmal unterstreichen, viel besser, aber heilen können wir sie nicht. Und deswegen, also wer Cisplatin bekommt, da kann es zum Verlust von Cisplatin kommen, wenn Sie hochdosiert Liponsäure geben. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Verlauf. Bedanke mich für Ihr Zuhören. Das ist meine Tochter beim Plätzchenbacken und wir haben ja Advent und ich wünsche Ihnen dann auch für den ersten Advent, vielleicht backen Sie dann ja auch noch mal Plätzchen, wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Plätzchenbacken. Danke.